Liebe Pilgerinnen und Pilger, herzlich willkommen hier bei uns in Eggerode. Der Mai wird auch der Wonnemonat genannt. Alles steht in Blüte, alles grünt. Also kein Wunder, dass dieser Mai in besonderer Weise der Gottesmutter Maria gewidmet ist. Denn mit Maria beginnt ja auch etwas Neues, etwas beginnt sozusagen auch zu blühen. Denn Maria schenkt uns den Erlöser, den Sohn Gottes. Hier in Eggerode versammeln sich immer wieder Pilgerinnen und Pilger. Wir verehren unsere liebe Frau vom Himmelreich. Himmelreich, da blickt man nach oben, da ist man voller Hoffnung, da ist man froh gestimmt, denn Gott gibt uns eine neue Zuversicht, gibt uns Hoffnung und Kraft. Wer immer nur nach unten guckt, der ist irgendwann ganz trübe und belastet. Klar gehört das manchmal auch in unser Leben hinein, aber Gott zeigt uns doch die Perspektive nach oben. Darauf weist uns Maria in besonderer Weise hin. Und so laden wir Sie alle ganz herzlich zu dieser Wallfahrtszeit, die ja auch mit dem Mai beginnt, ein. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, früher gab es die Tradition, ein Maialtar aufzubauen. Warum greifen wir so etwas nicht einfach mal wieder auf? Was brauchen wir dazu? Zunächst müsste man in der Wohnung oder im Haus einen Ort suchen, wo man sich auch zum Gebet versammeln kann. Und dann reichen schon ein paar wenige Dinge, wie zum Beispiel ein kleines Tuch. Das kann man so hinlegen. Was braucht man noch? Eine Marienfigur oder ein Marienbild. Und dann könnte man natürlich auch noch eine Kerze aufstellen, die man entzündet. Und ein paar Blumen dürfen auch nicht fehlen, denn jetzt im Mai fängt alles an zu blühen und an zu grünen. Und Blumen findet man ja eh genug aus dem eigenen Garten, das geht schon. Und dann kann man eben auch sich zum Gebet versammeln. Wer keine Marienfigur oder kein Marienbild hat, kann sich auch gerne in unseren Kirchen ein Bild in Postkartengröße abholen. Vielleicht habt ihr Kinder sogar die Idee, einen Bilderrahmen dafür zu basteln. Und dann könnt ihr gemeinsam beten, vielleicht das Gegrüßet seist du Maria. Und ihr könnt hinterher auch noch ein paar Gedanken anhängen. Ich mache es einmal vor und dann sind den Ideen auch keine Grenzen gesetzt. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns Menschen liebt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ja, die Wallfahrtszeit beginnt jetzt Anfang Mai. Wir haben schon viele Leute hier in Eggerode gesehen, die kommen und ihr Leben mitbringen, die ihren Dank, ihre Bitten, ihre Wünsche hier nach Eggerode bringen, zur Maria, zum Gnadenbild. Wenn wir uns auf den Weg machen zum Wallfahren oder zum Pilgern, dann ist es immer so, dass wir uns selber mitbringen, unser Leben, das, was uns bewegt. Und das sagt uns auch das Wallfahrtsmotto, dass Gott uns dabei begleitet. Ich bin da, wo du bist, so lautet es in diesem Jahr. Gott sagt uns, ich begleite dich auf allen deinen Wegen, dein ganzes Leben lang. Ob wir gemeinsam, wie sonst, oder vielleicht jetzt alleine oder nur im kleinen Kreis unterwegs sind, das macht dabei keinen Unterschied. In den letzten Jahren haben wir immer eine Kapellentour gemacht. Wir haben die Kapellen besucht, die wir hier in und um Schöppingen haben. Und in diesem Jahr geht das nicht so gut gemeinsam, deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht möchtet ihr euch mit dem Fahrrad, mit der Familie oder alleine auf den Weg machen und diese Kapellen besuchen. Und dazu gibt es an jeder Kapelle einen QR-Code. Das ist ein Code, den man mit dem Handy auslesen kann und man bekommt dann auf seinem Handy einen Impuls, den man sich durchlesen kann, den man manchmal anhören kann, zu dem man gerade die Kinder auch etwas machen können an den jeweiligen Kapellen. Und vielleicht könnt ihr einfach so nochmal mit einem neuen Blick zu diesen Kapellen fahren, durch die Natur fahren, den Mai erleben, die Wallfahrts- und Pilgerzeit erleben. Manchmal ist der Weg das Ziel
So kann das auch beim Pilgern und beim Wallfahren sein. Gott ist da, wo du bist. Ich bin da, wo du bist, sagt er uns zu, auf unserem Weg und mit uns unterwegs. Liebe Pilgerinnen und Pilger, wir sind hier im Herzstück von Eggerode, nämlich in der Gnadenkapelle, weil hier verehren wir das Gnadenbild unserer liebe Frau vom Himmelreich. Maria gibt uns Hoffnung, gibt uns Kraft. Wir können alles in ihre Hände hineinlegen, unsere Sorgen und Nöte, unsere Bitte, aber auch unseren Dank. Das möchte ich jetzt stellvertretend für uns alle tun. Übrigens, dieses Gebet, das ich gleich spreche, können Sie auch bei uns erhalten als Bild, mit Text. Maria, Mutter Jesu, unseres Herrn, uns alle zur Mutter gegeben unter dem Kreuz. Du kennst die Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen, auch in dieser Zeit. Von Anfang an hast du auf Gott vertraut und mutig dein Ja zu seinem Willen gesprochen. Wir verehren dich hier an diesem Ort als unsere liebe Frau vom Himmelreich. Du zeigst uns den Weg, weist auf den hin, der Ursprung und Ziel unseres Lebens ist. Dir, Mutter, vertrauen wir unsere Pfarrei, all unsere Lieben und uns selber an. Sieh auf uns, deine Kinder, die in dieser Zeit der Krise zu dir rufen. Behüte besonders alle, die jetzt in Ängsten sind, alle Kranken, alle, die sich um Kranke und Betroffene kümmern, alle, die für andere da sind. Sei jenen Trost, die leiden und um ihre Lieben trauern. Steh allen Sterbenden mit deiner mütterlichen Liebe bei. Hilf uns zu vertrauen, den Willen Gottes in unserem Leben zu erkennen und anzunehmen wie du. Erweise dich erneut als mächtige Fürsprecherin. Du, unsere liebe Frau vom Himmelreich, erwirke uns bei deinem Sohn Schutz und Hilfe. Begleite uns durch diese Zeit hindurch. Wir bitten auch deine Fürsprache hin um das Ende und einen guten Ausgang dieser Krisenzeit. Auf deine Fürsorge vertrauen, legen wir alles getrost in deine Hände. Mit dir wollen wir Gott bitten und ihn lobpreisen, heute unser ganzes Leben und in Ewigkeit. Amen.